Hallo und willkommen zu Hearthstone und zur Hearthstone Liga. Ja, in dieser Begegnung müsste ein Nachholspiel sein, beziehungsweise ein Wiederholungsspiel, je nachdem wie man es sieht, zwischen Scaleo und ich glaube Krümel, bin mir aber nicht sicher. Ja, lauern wir, was da jetzt passiert. Shavush. Klassenübersicht. Okay, sind beide im Hauptmenü. Können es ja demnächst losgehen. Okay, man kann sie jetzt nicht mal. Aha, okay. Also war das echt Skaleum gegen Krümel. Jo, der Krümel spielt Hexenmeister Magier Paladin und Scaleo, ja, hat noch keinen Klassenwechsel gemacht in den letzten 24 Stunden, soweit ich weiß. Wo waren jetzt seine Klassen? Nanu? Ach da, der ist direkt da daneben. Scaleo spielt Paladin Jäger Schamanski. Rinder in die gute Stube. Ho, ho, ho. Happy Winter's Wail. Ja. Da bin ich zurzeit in WoW dabei, auch einen Mount zu farmen, aber das will nicht droppen. Und ich glaube, ich habe jetzt noch bis Freitag Zeit, dass ich das Moped kriege. Ansonsten, ja. Wurstet. Jo. Okay, hier hat sich nichts geändert an Scaleos Deck und Krümel. Ein frohes Oh, Winterhauchfest, das ist leicht goldlastig, das Deck. Frohes Ho, Winterhauchfest. ho, ho. Wir können ja jetzt hier auch nebenbei mal in die Liga-Tabelle reinschnuppern. Ich weiß nicht, wie aktuell die ist. Ob die Spiele von gestern und vorgestern schon punktetechnisch erweitert worden sind. Krümel ist zurzeit noch Platz 1 mit 25 Punkten, gefolgt von Snippo mit auch 25 Punkten, aber die haben unterschiedliche Verhältnisse. Und ich denke mal, wenn Krümel dieses Spiel gewinnt, geht er wieder in Führung. Also wenn er dieses Match gewinnt, sagen wir es mal so. Aber im Moment sieht es ja nicht so aus, als würde er überhaupt was gewinnen. Ja, Scaleo hat mit seinem Secret Paladin natürlich ein gutes Board am Start. Was jetzt ein bisschen minimiert wird durch den Frostblitz und nächste Runde muss ja Krümel wohl oder übel dann sein Flame Cannon spielen, was jetzt im Moment überhaupt gar nichts bringt durch. Das ist natürlich jetzt ein Problem für Krümel. Ich glaube nicht, dass er, obwohl ich glaube, er müsste dafür doch, er müsste dafür einen Feuerball verwenden. Ansonsten hat er ein Problem. Er kriegt, also Lotto spielen hier ist, das ist ein 1 in 4. Also, das Risiko wäre mir zu groß, ehrlich gesagt. So, achso, Punkte. Scaleo hat im Moment 10 Punkte. Gut, in der Tabelle sind auch erst zwei Spiele drin, also sind da noch kein, die letzten zwei Spiele noch nicht drin. Okay, da kommt jetzt ein Spielgestalt. Gut. Wir wissen allerdings, dass Scaleo ja bis zur sechsten Runde nichts spielen wird, da er auch nichts anderes ja, hat, was er spielen könnte an Minions. Und Krümel bräuchte jetzt ein Arcane Missiles oder eine Arcane Explosion. Und ich glaube, er hat Arcane Explosion auch im Deck. Arcane Blast. Warte mal, Ping. Arcana Blast wären 3 Mana und dann könnte er immerhin noch seine Flammenkanone spielen. Arcana Blast macht 2. Das ist aber. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Weil. Na gut, Wettstreit, Buff plus 1 plus 1, dann wird das ein 6-5er. Oh, ein RNG! Und hat er Glück? Nein, Krümel hat natürlich kein Glück.
Ah, dat hurts. Dat hurts. Ja, und jetzt muss er auch auf jeden Fall in der nächsten Runde einen Feuerball benutzen. Ansonsten müsste vielleicht sein Mana-Würm, falls Galeo den jetzt nicht wegtradet. Er tradet ihn weg. Das heißt für Krümel, er kann doch mit Arkanschlag und Ping den Minibot wegmachen. Man muss schon sagen, der hat gute Arbeit geleistet, der gebuffte Minibot. Da hat Scaleo auch einwandfrei gespielt, keine Frage. Oh. Du. Und Krümel hat bisher auch erst eine Niederlage. Schauen wir mal, ob er das Blatt hier noch gedreht kriegt. Ja, ab nächster Runde geht's ja los auf Scaleos Seite mit dicken Minions. Und Hero Power Spam. Schauen wir mal, was da passiert. Leider hat Krümel jetzt nicht mehr genug Mana, um sein Wasserelementar zu spielen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Wobei, das würde 1 zu 1 traden gegen True Heart. Willkommen beim großen Turnier, Champion. Yeah. Auge um Auge. Hoffentlich geht er mit True Heart nicht face oder mit dem Feuerball. Das wäre übel. Obwohl, er könnte True Heart noch zurückholen. Aber warte mal, die kostet 6 Mana. Holt er sie zurück? Das hurts. Jetzt haut er sich fast selbst um. Das tut weh. Das tut weh. Eieiei. Ja, jetzt. Wieso? Du hast noch einen Mana gehabt. Wieso hast du ihn wenigstens zurück? Ja. Shit. Oh, aber er kriegt hier zum Glück noch Spiegelbild und kann damit wenigstens noch, ja, ein bisschen das Ganze hinauszögern. Also, True Heart Face, True Heart zurück. Und dann. Also, auf jeden Fall Mirror Image muss er spielen. Da kommt er nicht drum rum. Gut, und dann kann er nächste Runde Edric wegpingen. Oh, und da kommt noch ein Reno Jackson. Eieieiei. Gut, die Arcana-Explosion wird er sich jetzt wahrscheinlich aufheben. Oder wird er sie direkt schon nächste Runde spielen? Also, Krümel musste auch in nächster Zeit sein Wasserelementar aufs Board kriegen, um zu verhindern, dass Scaleo einen eventuellen True Silver Champion benutzt, um Face zu gehen. Und damit kriegt er seine Arcana-Explosion auf 2 Damage mit der Combo hier. Was? Und da hat er jetzt 5 Leben nochmal zurückgekriegt. Das war superb für Krümel. Zarat? Rafan? Nee, der Secret Dude. Buße. Heilige, Irreführung, Rächer, Heldenopfer und Wettstreiter. Eieieiei. Da. Der wird dann durch Buße wiederbelebt. Den schlechtesten Minion, den hätte er resten können, wurde gerissen. Hä? War da nicht so ein Restteil mit bei? Ach nee, das ist, wenn man einen spielt, dann wird er auf 1 reduziert. Ich habe das mit einem anderen verwechselt. Okay. Den sollte er nächste Runde eventuell pingen. Okay, muss er gar nicht. Das macht Scaleo von sich aus. Eine Ragnarose. Die allerdings dem BGH zum Opfer fallen wird. Vorbei. Hehe. Ja, jetzt gehen 10 Damage Face. Ja, da würde ich auch die Tic-Tac-Uhr nehmen. Und da kann Krümel jetzt wohl nichts weitermachen, außer wenn er jetzt auch einen Reno Jackson ziehen würde. Nope. Da kann er sich jetzt noch selbst wegkillen. Und das wäre dann Krümels zweite Niederlage ever. Eieiei. Ah, ich hätte ja erst nach dem Secret geguckt.
Er hofft drauf, dass Raggi Rafaben trifft. Aber selbst wenn er ihn getroffen hätte, die 10 Schaden... Selbst wenn 8 Schaden auf Ragnar rausgegangen wären, würden die restlichen 2 Schaden auf Krümel gehen. Also er war so oder so tot ohne Heal. Also selbst wenn Raggi den Rafaben weggemacht hätte, hätte Krümel das nicht mehr gewinnen können. Er hätte da an dieser Stelle wirklich Reno Jackson gebraucht, um das ja kurzzeitig... obwohl, warte mal, er hatte da 10, 17, 27. Nee, das hätte ja auch nicht viel gebracht. Scaleo hätte nächste Runde 27 Schaden gemacht und dann wäre Krümel wieder fast tot gewesen. Also, okay, er bleibt bei seinem Mage. Und hier wieder bei Scaleo fette Karten. Direkt am Anfang. Das hat Krümel, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gemacht. Die gleichen Decks gefahren. Okay. So, jetzt hatten wir gerade knapp 10 Minuten fürs erste Spiel. Ja. So. Ja, das ist natürlich wieder ein sehr aggressiver Start für Scaleo durch seinen Zombie-Chow. Krümel hat nur Antworten auf der Hand. Counterspell, ob der hier gegen den Schamanen... Ich glaube, er doch, der hat einige Überladungskarten, Zauberkarten gehabt. Da könnte der eventuell was bringen, der Counterspell. Aber generell... schauen wir mal. Direkt mal einen Heal abgreifen. Ja. Ich weiß jetzt im Moment auch gar nicht, wieso das hier so rumruckelt. Eigentlich müsste da noch genug Platz auf der Platte sein. Oder habe ich da vergessen, das freizuräumen? Scheiße. Die Elemente mag ich. Oh fuck. Ja, da tut mir leid, dass wir da jetzt 2 Züge nicht mitgekriegt haben, aber meine Festplatte ist voll gewesen, oder nahezu voll gewesen, deswegen hat er da ein bisschen angefangen rumzuruckeln in den letzten Spielzügen. Ja. Dann müsst ihr am besten bei Bergie, der nimmt das ja auch auf, mal vorbeischauen. Ich werde einen Link in die Infobox packen, damit ihr denn das Match komplett sehen könnt. Eieiei, es ist ja einiges passiert. Aber Krümel ist out of ammo, quasi. Tarnung. Damit könnte er seine, seinen Zauberlehrling retten. Ansonsten, ja, Ping. Denn Arcane Missiles. Oh, das ist aber gewagt. Wir wissen ja, dass Scaleo mindestens einen Gewittersturm mitführt. Okay, Krümel baut Face, geht Face, um Agro, Druck aufzubauen. Und wieder eine hohe Karte auf Scaleos Seite, die er jetzt natürlich durch Taurissan um 1 günstiger machen kann. Und ich denke mal, da wird Krümel direkt einen Feuerball verwenden, um die zu entfernen, damit er nicht lange fackeln. Aber ein Rafarm Runde 8 ist schon nicht schlecht. Das dürfte doch eigentlich nicht ruckeln. Ich habe doch freigeräumt. Was ist denn hier los? Okay, der Ghoul, ja, kann eskalieren, aber es kann gut sein, dass Scaleo da direkt einen Frosch benutzen wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kackt mir nicht der Rechner ab. Tarnung auf den Ghoul würde Sinn machen. Gratulation, Popping Pixel, zu einem 40er Paladin. Oh, 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 oh. Eieieiei, das war aber gerade eine Krüppelaktion von dem Rechner. Ich glaube, ich werde mal
wenn ich den neu starte, ich glaube, dann schaffe ich ihn wieder rechtzeitig bis zum nächsten Spiel reinzukommen. Ich habe keine Ahnung, warum er hier jetzt rumeiert. Und ist schon auf niedrig gestellt, also. Was anderes kann ich eigentlich nicht noch einstellen. Ja, jetzt wird aber der Frog kommen oder kommt ein Krummi? Oh, da kann sogar beides kommen. Eieieiei. Was war das für ein Secret? Ja, das läuft hier alles ein bisschen durcheinander jetzt gerade ab, weil das Spiel nicht hinterherkommt. Oh, der Frog wurde gecounterspelled. Geil. Was natürlich für Krümel, glaube ich, geiler gewesen wäre, wenn da ein Dings rausgekommen wäre. Noch ein Chromagus. Also ein Mirror Image. Jetzt muss... Oh, Alakir. Alakir rettet den Tag. Eventuell. Ja. Da, da und dann... Oh, Krümel. Du hast aber auch ein Pech. Oh, jetzt weiß Krümel aber auch... Okay, Feuerball. Oder Frostbolt. Nein. Flamewaker hilft nicht wirklich. Oh, warte mal, jetzt kommen 10 Schaden und da dann auch nochmal 10... Oh, 20 Schaden! Alter Schwede! 22 Schaden! Alter Schwede! Aua, das sah erst so gut für Krümel aus und jetzt kriegt er da noch richtig schön einen auf die Backen. Naja, bringt eigentlich nichts. Er reduziert Krümel, wenn er nächste Runde nicht gewinnt, der, da kommt Krümel nicht durch die Towns. Du könntest, ich würde lieber noch ein Totem aufstellen, genau, ein Town-Totem spielen. Wieso ein Heal-Totem? Oh, nee, der Flamewaker, genau. Der muss nur einmal treffen. Ein 1 in 4, in 5. Oh! Warte mal. Wenn er den einen tötet, dann kriegt er noch 6 durch den anderen. 6 und 2 sind 8 Damage. Und das ist es. Oh, oh Mann, Krümel. Krümel, Krümel, Krümel. Was ein Pech auch. Ja, und dann nimmt Scaleo auch das zweite Spiel. Gratulation. So, da habe ich Hearthstone mal neu gestartet, in der Hoffnung, dass das jetzt besser läuft. Und dann gehen wir mal wieder rein. So. Krümel bleibt bei seinem Magier. Was ist da los? Das hat er beim letzten Mal auch schon gemacht. Die Jagd beginnen. Faith. Okay. Magier gegen Faith Hunter kann auch übel für den Magier ausgehen. Und Scaleo hat da eine ziemlich gute Kurve eigentlich. Gut, so gut ist er auch nicht, aber er kann eigentlich jede Runde was spielen in den nächsten Runden. Silence auf den... Genau, auf den Scientist. Ping Eule, Rest Face. What? Okay. Na, ja. Das ist natürlich... Gut, er hat wahrscheinlich, Krümel hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er mit dem Mana-Würm jetzt noch großartig Damage machen kann. Mit dem Flamewaker kann er eventuell ein bisschen Schaden tanken, weil er ja 4 Lebenspunkte hat. Also mit
Arcana Explosion und Ping könnte theoretisch das Board räumen. Jetzt ist die Frage, macht er das? Oder spielt er... genau, Flup. Und wenn er denn den Worgen trifft, kann er den... Kann er Face gehen und dann mit Hero-Fähigkeit den Magus weg... den Magus. den irren Wissenschaftler wegpingen. Und was kriegen wir hier? Eine Sprengfalle. Und ja, wenn man sich das Geruckel anschaut, hat das Neustarten von Harzo nichts gebracht. Ich glaube, der Rechner, der macht es ja auch nimmer lange. Ja, Scaleo. What to do? Ein Malone. Malone. Also immer wenn ich den aus dem Unstable Portal gekriegt habe, habe ich das Spiel verloren. also war bei mir nie so wirklich gut. Okay. Ja, das macht Sinn für die Explosivfalle. Dürfte für Krümel auch eine Info sein. Ja, das ist eine Explosivfalle. Jetzt die Frage, kann er da irgendwie was machen? Wieso ist jetzt Malone eigentlich... Achso, der kostet ja... Unstable Portal macht 3 günstiger. Normalerweise kostet... Kostet der 7 normalerweise? Aha. Ich hab gedacht, der kostet 9. Weil ich den nie selber spiele. Okay. 4. Malone für 4. Dann würde ich ihn aber erst spielen, nachdem ich das Secret getestet habe. Yep. Dann kann er Malone und Mirror Image... Spiegelbild meine ich spielen. Und damit kann er jetzt ordentlich BAM to the face machen mit Malone. Eieiei. Und... Ohne Eule kann jetzt Scaleo da nicht wirklich gut drauf reagieren. Weil sobald er ihn tötet, kriegt ihn ja Krümel wieder auf die Hand. Wieder ins Deck. Ja, und Krümel kann jetzt Ping Flame Cannon machen. Echt? Oder Ping und Arcana Explosion. Flame Cannon will er sich wahrscheinlich für Misha oder so aufheben. So. Snake Trap. Okay. Ja. Doppelfass kann selbst Malone nicht töten. Und Arcana Intelligenz. Ein Fireball wird das Spiel jetzt beenden. Mirror Image. Okay. Bam! Ja. Unleash the Turds. Ja, selbst das rettet Krümel jetzt nicht wirklich. Was? Warum das denn? Da hätte man auch aufgeben können. Rettet das Scaleo nicht wirklich, meine ich. Ja, jetzt müssen wir hier noch Karten spielen. Warum? Also das ist typisches Assi-Verhalten. Aber was soll man von jemandem erwarten, der Facehunter spielt? Ja, da hat Krümel sein RNG-Portal ihn quasi gerettet. Und jetzt hat er jetzt noch seinen Hexenmeister und Paladin. Und so wie es aussieht, wird er als letztes dann mit seinem Hexenmeister gegen den Facehunter spielen dürfen. Was natürlich, wie man beim letzten Spielen sehen konnte, kein gutes Matchup ist. Hexer gegen Facehunter. Oh, und wieder eine super Starthand für Scaleo. Für Krümel. Noch schlechter. Eieieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind 2. Warte mal, das sind 4. Das sind 6. Dann nochmal 4. Aua. 5 Runden. Und dann hat Scaleo gewonnen. Ach Quatsch, der macht ja bloß plus 1, nicht plus 2. Ja gut, sind 5 Schaden. Na dann 6 bis 6 Mana. Krümel muss dann Runde 4 sehr wahrscheinlich schon den Healbot spielen. Ja, oder nee, er müsste jetzt eventuell Ruf zu den Waffen machen, um den wegzumachen und dann nächste Runde... Ja, er entscheidet sich auch dafür. Ruft zu den Waffen und dann den... Oder geht der Face? Und tradet danach. Oh ne, er entscheidet sich dafür, okay.
Dann kommt jetzt entweder Arkan. Ich glaube, der wird jetzt erstmal den Gottesschild machen. Oder ein Tierbegleiter. Jo. Kann ich nachvollziehen. Bam, bam. Das ist der sichere Play. Dadurch gibt er dem Paladin auch kein Tempo. Zwei reintrainen. Jetzt ist die Frage, to face or not to face. Eieieiei. Okay, dann wird, wenn jetzt hier der Arkan-Golem kommt, Consecration wahrscheinlich eingesetzt. Obwohl, nee. Er hat ja zwei Rekruten Zeit. Zwei Rekruten auf dem Board. Misha? Oder macht er jetzt hier Krabbler und Wissenschaftler? Das wäre der defensive Play. Oh. Okay. Das ist für Krümel Wie reagiert Krümel drauf? Er könnte jetzt hier die beiden Rekruten reinmachen und dann Consecration. Damit würde er das Board sauber halten. Denn wenn hier ein Liok rauskommt und noch wieder zwei Spinnen auf dem Board liegen, das sind noch wieder vier Schaden, die man hätte vermeiden können. Wie entscheidet sich Krümel? Er entscheidet sich fürs Train und dann Consecration, okay. Er hätte denn aber vielleicht erst vorher mit... Okay, so macht er das. Jetzt nicht angreifen, weil... Okay, eine Spreng... Ah, Sprengfalle... Obwohl, er kann nicht so eine Healbot spielen. Und ein Liok. Ja, das wäre jetzt übel gewesen, wenn da jetzt zwei Spinnlinge rausgekommen wären. Dann hätte nämlich Scaleo... Ja, Bam, Bam machen können. Und das wären dann sechs Schaden noch wieder gewesen. So, Runde 5. Arkan Golem sind 5 Schaden, sind 7 Schaden, sind 9 Schaden. Was war das jetzt? Snake Trap. Das heißt, wenn Krümel jetzt einen Minion wegmacht, kommen 3 Schlangen raus. Das sind 2, 4, 6, 8 Damage, Heldenfähigkeit. Sind 10. Mit Unleash the Turds würde das dann lethal werden. Das funktioniert so nicht so ganz. Der behält 2 Angriffe. Warte. Geht jetzt auf Liok? Auf Liok. Yes. So. Jetzt sind wir hier bei 3 Damage. Oh. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Ein Damage-Punkt. Oder haben wir uns verzählt? Scheiße, wir haben uns verzählt. Oh. GG. Und damit gewinnt Scaleo 3 zu 1. Oh ne, ich habe mich doch nicht verzählt. Da war ein Mana zu wenig, alles klar. Und Reno? Bam! So! Und jetzt kann der Comeback von Krümel kommen. Beziehungsweise, es ist eigentlich ziemlich sicher, dass Krümel jetzt das Spiel gewinnen wird. Dadurch, dass erstmal Scaleo nicht genug Karten auf der Hand hat. Und auch, jetzt keinen Druck mehr aufbauen kann, großartig. Weil wir sehen ja auch auf Krümels Seite noch Tyrion Fordring, Lay on Hands. Und Krümel kann jetzt in Ruhe alles wegtraden, wie er will. ja, und damit hat er, dann im Endeffekt das 2 zu 2 geschafft. Ah, dass Scaleo hier jetzt mit seinem Assi-Hunter jetzt auch noch wieder unsere Zeit verschwenden muss. Dem Moment, wo der Harrison Jones gedroppt ist und Krümel geheilt hat, hätte er direkt aufgeben können, der Scaleo. Da wäre nichts mehr gegangen. Aber er verschwendet noch weiterhin unsere Zeit.
Aber Krümel beendet das kurz und schmerzlos, ohne großes BM. Ja. Und da steht es nun 2 zu 2. Und dann schauen wir mal, ob der Face Hunter ein drittes Mal eine gute Starthand kriegt. Und sich gegen Krümels Warlock behaupten kann. Chancen stehen ja eigentlich sehr gut für Scaleo, da ja das Matchup ja eigentlich für den Face Hunter spricht. Schauen wir mal, was Krümel für einen Hexer mitbringt. Aber seine Decks hatten sich ja jetzt eigentlich gar nicht großartig geändert. Oh! Also ein Healboard, den wird er den Stoff Hand behalten? Nee. Ob das noch nicht ein Fehler war? Und Scaleo kriegt zwei. Ja, es sind nicht gerade die besten Starthände für Face Hunter, aber die sind relativ stabil. Er kann in den ersten Runden auf jeden Fall was spielen. Auf Krümels Seite, ja. Coin Eule wäre, glaube ich, Quatsch. Er passt direkt weg. Okay, dann kommt jetzt die Spinne raus. Und dann geht's los mit dem Damage into the Face. Ja. Weltliche Ängste auf den Lepper. Oder Silence auf die Spinne. Oder was hat er da jetzt vor? Ja, ihm fehlt irgendwie Mana, um angemessen auf das zu reagieren. Ein Mana mehr wäre optimal gewesen, weil dann hätte er nämlich den Leppernom töten können und die Spinne silenzen. Was für ihn natürlich super gewesen wäre. So. Ich würde noch eine zweite Spinne spielen. Oh, direkt jetzt ein Fass. Uiuiui, das ist ganz schön aggressiv. Dafür, dass du nichts weiter Großartiges auf der Hand hast. Jetzt wäre ich an Krümels Stelle über ein Healboard auf der Hand auch. Bin ich auch ganz froh. Ja, und dadurch, dass Krümel jetzt natürlich auch noch ein Krummi auf der Hand hat, kriegt sein Zwielichtwächter schön einen Taunt. Der aber von der Eule direkt removed wird. Eieieiei. Das kann er nächste Runde erst wieder spielen. Eine Schlangenfalle. Okay, damit will er vielleicht garantieren, dass er nächste Runde... Na gut, was heißt garantieren? Er hat die Eule auf dem Board. It's a trap. So. Ja. What to do? Silence und dann Dark Bomb. Okay. Das ist alles nicht so ganz optimal. Allerdings hat jetzt Scaleo nur noch 1-1 auf dem Board. Kann aber... Eieieiei. Doch noch gut Schaden diese Runde anbringen. Die Krümel mit seinem Healbot ein bisschen gegenheilen kann in der nächsten Runde. Er weiß aber auch, dass Scaleo Unleash the Turds hat. Deswegen sollte er auch darauf achten, nicht zu viele Minions auf dem Board zu haben. So. Das ist aber sehr, sehr aggressiv. Jetzt ist Krümels Problem. Zweiter Healboard. Jiraxis, aber den kann er erst in 3 Runden einsetzen. Gut, er weiß, die beiden Fass sind weg. Es ist aber noch mindestens ein Arkan-Golem und der Charge mit Gottesschild, der kleine, ist noch im Deck. So, und da ist er auch schon. Dann sind das nochmal 5, 8 Damage. Und damit ist er in Arkan, Golem, Charge, Lethal, Range. Und kein Taunt. Also er muss den Charger auf jeden Fall weg. Obwohl, nee, ist ein 3 Damage. Doch, er muss den Charger wegmachen. Da kommt er nicht drum rum. Hm,
Also ich würde den Zwielichtdrachen spielen, um zu gucken, ob da irgendwie was Sinnvolles rauskommt, aber dann hat er nur noch zwei Mana über. Ich weiß nicht, was er da. Nee, der Imp hilft ihn nicht. Und Face. Nix chargen ist darf jetzt kommen. Kommt auch nicht. Aber dafür droppt Krümel jetzt auf einen Lebenspunkt. Also wenn jetzt kein weiterer Reno Jackson kommt, hat Galeo das gewonnen. Und das war's. Heldenfähigkeit Lethal. Und damit hat, ja, Gut Krümel gespielt. seine erste Gesamtmatch-Niederlage. Gratulation Galeo zum Besiegen des Krümelmonsters. Ja. Puh, ja, das war ja denn doch, Mensch. Macht Galeo Krümel denn unterm Strich den Titel ja, streitig, da er auch der Erste ist, der gegen Krümel gewonnen hat, also matchtechnisch gewonnen hat. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sehr spannend, auch wenn es durch ein Gammeldeck quasi entschieden worden ist, das Match. Ist sehr schade, aber kann man nichts machen. Gut, und dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.